Für mich ist die Kunst, ist für mich das überhaupt Wesentliche für den Menschen. Ein Mensch ohne Kunst ist für mich nicht denkbar. Die Musik ist für mich vielleicht, weil ich Musiker bin, ist für mich die Musik stellvertretend für die Kunst. Aber ich sehe die Kunst eher als etwas Ganzes. Also ich kann die Musik nicht wirklich trennen von der Malerei und von der bildenden Kunst, von der Dichtung, von der Architektur, von der Philosophie. Und das andere, dass wir Teil der Natur sind, das ist mir auch unheimlich wichtig. Das ist aber etwas ganz anderes. Und ich könnte nicht dieses Animalische, dieses Tierhafte, das in uns ist und das für mich in der Natur ausgedrückt ist, das könnte ich nicht, würde ich nicht von mir ablösen wollen, genauso wenig wie das Künstlerische. Is if we can find a way to be interesting in the little notes, it sounds very fast, but it is not. So let's try and make always when the figure goes up and when it goes down, make little bellies. So first time in life in Salzburg history they will hear the notes of the first violin. It's too loud. It starts with pianissimo. It's just the first violins, they play it, so we must not kill them. When they not play it, then we have to kill them. Play tang tang tikada titran tikada titran tikadan, just from them. And excuse me, the important notes are the titadam, not titadam tikada titadam. That's the rest. You should not play the version of the fast version just slow. Play a new version which is more clear. Not faster than that. Mozart hat sehr genau die Tempi bezeichnet. Und zwar kann man besonders an den Korrekturen, also wenn er irgendein Tempo nicht genau genug zu bezeichnen, wenn er vermeint hat, da müsste noch etwas genaueres sein, dann kratzt er das aus und schreibt statt Larghetto, Andantino, oder also man kann an dem Weg, der schließlich dann zu der Tempobezeichnung führt, erkennen, dass ihm das sehr wichtig war. Und dass also die ungefähr 40 Tempi, die in einer Oper wie Figaro vorkommen, dass die wirklich sehr, sehr genau bezeichnet sind. Aber andere Vortragsbezeichnungen, wie zum Beispiel die Artikulation, da geht er davon aus, dass die Musiker genau wissen, wie so etwas zu spielen oder zu singen ist, dass es eine Konvention gegeben hat in der Zeit, so ist diese Musik zu artikulieren. Und das ist eine der größten Schwierigkeiten heute, weil im 19. Jahrhundert und in diesem Jahrhundert völlig andere Gesetzmäßigkeiten aufgekommen sind, weil man die Notenschrift völlig anders liest, die Artikulation
viel genauer vorgeschrieben wird von den Komponisten im 19. und 20. Jahrhundert. Und die Konventionen, die im 18. Jahrhundert oder um die Jahrhundertwende zum 19., also gerade zur Mozartzeit, die damals selbstverständlich waren, die Voraussetzungen, die muss man sich mühsam wieder erwerben. Und das ist gar nicht so einfach, weil man ja auch irgendwie den Zeitgeist mit verstehen muss. Das ist meiner Meinung nach eine ganz wichtige Sache. Dazu kommt, dass die auch natürlich nur für ihre eigenen Zeitgenossen verständlich waren. Und jetzt einen Weg zu finden, das einerseits zu verstehen, wie hat man das damals artikuliert? Und andererseits, wie muss man es heute artikulieren, damit ein ähnliches Verständnis wieder auftritt? Das Chamber Orchestra of Europe probiert zum ersten Mal eine Mozart-Oper mit Nikolaus Arnoncourt im Orchesterhaus Nonntal zu Salzburg. Probenarbeit als Entstehungsgeschichte. Nichts ist fertig. Musikalische Arbeit, szenische Arbeit, Bühnenbild, Kostüm, Maske, technische Realisation, nichts gibt den Zustand wieder, der dem Festspielpublikum präsentiert wird. But can you drop down like a ball going down the stairs of Schönbrunn. So bam 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 bing dam digadam dam digadam 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 digadam. Very light. Es herrscht durchaus noch Chaos in der Kunst der Gestaltung, Missverständnis im Reich der Harmonie. Die Musik freilich war schon auf der Welt, in der Ober- und Unterwelt. This must be very clear. You're a little bit running. So, little dumplings. No, excuse me. What I hear is build little dim, beginning and ending. What I want to hear is, it goes on already. It's played already in Underworld. It comes out. Don't play it too fast. Play all the notes. It's already played. These are really forte pianos. They are not. So, we are very hard for her. Pam 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 pam. Don't haste. Not run. It should not run. It should not be just this hoodle thing. Dam diga daga 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 dam diga daga 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 dam. A smooth forte, not aggressive forte. That's bar 35. Dum doga 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 doga. And thank you. A lot of the violin players are running. It must be dam ba da ba da ba da ba. You start too late. It's that bang. Just first and second violin. And. Yeah. I would say start not so aggressive the rundown.
say, dang, dang, it should not be so extremely nervous. The title, A Crazy Day, Folle Journée, is not the Mozart piece. It's, it's just a Beaumarchais plot, but not this. Let's try. One, and. We're just not together, but it's almost, now it's in principle, it's good. Don't be late, please. One, and. You know what you do. You know what you do. The last two notes before the leap upwards are faster. So you play. Don't think of the work you have afterwards. You will good, make it good. One and. So, everybody, please, from the second entrance of the wind. That is 29. Spiccatissimo low strings, spiccatissimo. One and.
Also ich glaube, dass es die Menschen nicht gelebt haben vor der Musik, dass ein Menschenwesen gesungen hat, ohne Zweck, einfach um der als Freude an der Schönheit dieser Klänge, dass das der Moment war, wo der Mensch zum Menschen geworden ist. Und dass das letzte Lied, wenn der letzte Ton verklungen sein wird von wirklicher Musik, dann gibt es auch keine Menschen mehr. Dann sind wir wieder rückfällig, dann sind wir wieder ein grausamer Bestandteil des Universums. Kann ein Werk überhaupt nur aufführen, wenn ich meine, es zu verstehen. Um ein Werk zu verstehen, muss ich es aus seiner eigenen Entstehungszeit begreifen. Und der zweite Grund, ich kann ein Werk nur aufführen, wenn ich überzeugt bin davon, dass seine Bedeutung nicht nur für die Entstehungszeit da ist, sondern dass es ein zeitloses Stück ist, das jeder Generation etwas zu sagen hat, das immer eine große Bedeutung hat. Und in diesen beiden Polen ist natürlich die Bedeutung für heute das, was mich dann entscheidend bestimmt in der Aufführung. Ich muss wissen, wie Mozart die Sprache der Worte und die Sprache der Klänge benutzt und warum er sie so benutzt. Und ich muss sie dann übersetzen, das ist also interpretieren, in die heutige Zeit. Das entsteht von selbst, weil ich ein Mensch der heutigen Zeit bin, der nur diese Sprache sprechen kann. What I think is the most important this finale for us musically is that it is really night. Nikolaus Arnoncourt war früher als Cellist, Dirigent und Musikwissenschaftler bekannt und als solcher weltberühmt. So. Tatsächlich ist Arnoncourt aber auch Lepidopterologe, Schmetterlingskundler. Hier gilt sein besonderes Interesse den Nachtfaltern oder Nachtschwärmern, lateinisch Sphingidae, und deren Interesse ihm. Wolfsmilchschwärmer und Ligusterschwärmer umschweben und umsurren ihn, atypisch selbst an Musikhörplätzen wie den Salzburger Festspielen. Alice Arnoncourt, sonst als Geigerin bekannt, schien bei musikalischen Proben Artikulationszeichen ihres Mannes zu übertragen und zu kopieren. In Wirklichkeit ist sie damit beschäftigt, Lepidopterae ganz oder in Teilen auf Seidenpapier zu fixieren, in besonderer Berücksichtigung des farbigen Flügelstaubs. Ein ideales Jagd- und Forschungsgebiet der beiden Arnoncourts ist der vierte Akt von Mozarts Oper Die Hochzeit des Figaro. Hier schwirren im nächtlichen Schlosspark zahllose Nachtschwärmer durcheinander, angelockt vom Duft des Eros, betäubt durch einen wahllosen Paarungstrieb, der die Gattungen verwirrt. Im Taumel der Begierden sind das Nachtschwärmer in den Masken von Graf und Gräfin, Kammerdiener und Kammerzofe, Beschließerin und Gärtner, Richter und Page, Musikmeister und Arzt, Bauern und Bäuerinnen. Am 1. Mai 1786 und immerfort seit damals. Sekunde.
little tiny remarks. Nur für das Wissen. Da, bam, 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 bam. Ich mache das nicht kurz im Orchester. Das wird sonst zu neckisch. So, then both Countess and Cherubino. The appoggiatura should not be exactly the same value than a semiquaver. Wenn Sie bam 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 bam. And the Countess even more, because she dum da 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 di da dum da da di da dum. A little bit more than a 16th. Think about a 15th or 14th. Perhaps. And that beginning, that opening phrase is pretty free. Pretty free. We are in meta, and you can be a little bit out. And both of you, when you go into the eighth notes, that is, or la burla in verità, or la burla, not too much staccato. Okay. Just follow the words so that it's clear, but not or la burla. It should not be too jokey. Okay. So once again. It's a crescendo for the whole orchestra, and you join the crescendo, but on the beat is piano, and the next part the same, bam 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 and the last one goes through. Can you play it once so that they understand what I mean? Just play the bar 18. It's like you approach somewhere, and then it is totally dark and you cannot see anything. So it's my ba 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 ba. You see the Grand Canyon and you expected a Baroque hall. So it's semi spiccato and then legatissimo.
bar before that? The bar before the 51. Four and. Dass Mozart die Tempi nach der psychischen Situation bestimmt, dass er eine Tempodramaturgie entwickelt, ähnlich wie die Tonartendramaturgie, dass quasi durch das ganze Werk ein großer Bogen geht, in dem ein Tempo aus dem anderen hervorgeht, aber immer bestimmt durch die psychische Situation und durch den Ablauf des Dramas. Und dass eigentlich relativ wenig Freiraum für Willkür bleibt hier. Das heißt, ich muss in erster Linie mal verstehen, wieso Mozart dieses Tempo wählt und kein anderes. Und dann versuche ich das, wenn ich das verstanden habe, versuche ich das wieder für den heutigen Hörer verständlich zu machen. Everything is too loud. All the piani are too loud. It's too daylight music. And if we play too loud, the singers sing too loud. So please make it a night piece. Please make it a night piece. And also this part on the beginning, it's all bam, da, bam, 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 bam. Then again, da, do, da, do, da, do, da, bam, da, not bam. It should not be too vulgar. It's always. Nobody knows who he is. Nobody knows. It's also on this stage, it's everything is made with light. And everybody is here and nobody is here at the same time. And if we make this music so concrete, one cannot understand that. Please be careful and help me and help the score and help the singers to stay piano. The only forte is when Cherubino sings Non fa me colatir. That's the only forte here. So let's go from the second variation. Where is that? This refined 30 seconds, where the violins are forte
And viola and cello is piano. Don't forget that, please. Can we start in It's 13. No. Start from the beginning. It's better. It's 13 bars. It doesn't do anything. So Sorte tiranna, and then you can go home. He is already at home. Just one thing I want to mention. This dialogue must be the main thing, mm-hmm. and the others should stay really piano until the Contessa make the crescendo on Coraggio, e perché fa, and the Temerario. It's very, very, very nice. Just the last Temerario, has a great crescendo. So can we do from Anel sen mi batte il cuore? Before that, non fa meco, it's very pathetic. Melodramatic, okay. Melodramatic, exactly. Yeah, from there. Where? Fourth variation, that's 24. Yeah, okay. And one. Become too loud when you say perché vuoi non ripetere. Perché vuoi non ripetere. Everything in the night. No. Prendi intanto. O cielo conte, that's good. Prendi intanto. And one. Thank you.
everybody the direction to the main word. Mozart hat ja seine Oper nicht Buffa genannt. Das ist erst später in einem Libretto geschrieben worden. Er hat sie ein komisches Melodrama. Aber ich meine, wenn Sie bedenken, dass Don Giovanni auch als Drama Giocoso bezeichnet ist von Mozart, da muss man überlegen, was da gemeint ist. Das sind ja, es gibt eben keine Heiterkeit ohne eine Tristesse dahinter. Das finde ich schon sehr tief von Mozart. Und genauso wie es auch keine Traurigkeit gibt, ohne nicht einen Ausblick von Heiterkeit und Fröhlichkeit. Ja, that's too correct. It's it would be the bam bim bam bam bim bam 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 ba 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 bam 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 ba 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 ba. Exactly. Just a little bit more to have he could have written it in semiquavers, but he did not, because of the importance of the small note is always more important than the great note, and. What they say here and in this moment is all mythologic. And when the Count say, come near, beautiful Venus, and Figaro says, in next moment they are caught like Mars and Venus in the steel net of
Hephaestus, and all the gods will laugh. So all this is very, very mysterious, and it has not really to do with the action of the opera. So please, the important thing is that after this little belly so forte, we go down to mysteriosity again, totally. First violin, this B natural, 84, 85. It must just change from low to from high, low to high octave. So, just 89, please. 89, please. And make it on the fingerboard, no violin, just the air sounding. And there is no flute. And it's flat. And away. Same tempo. Quaver. The Venus and Mars are caught by Hephaestus, and this is a sforzato in bar 117. That's exactly what happens here. It's an iron net, which is closed in the moment the man and Mars and Venus is making love here, and the iron net makes tough, and this is the sforzato in bar 116, and this must be very short. Ich bin nicht ganz sicher, ob die Ehe als solche hier so stark im Vordergrund ist, ob nicht die Beziehungen, die Elektrizitäten zwischen den Geschlechtern, zwischen den einzelnen Personen, das Eigentliche sind, das Mozart und der Ponte erzählen wollten, und das Ziel dieser Beziehungen, das in diesem Stück dann offensichtlich doch die Heirat zwischen Figaro und Susanna ist, das wird eher als eine Chiffre benutzt für das Ziel, für die Idee. Aber zugleich sieht man ja die sagen wir, dreijährige, also noch gar nicht so alte Ehe des Grafen mit der Gräfin, die man ja als gescheitert bezeichnen könnte. Vom heutigen Gesichtspunkt aus, oder jedenfalls als unglücklich. Der Graf sucht aus andere Wege, die Gräfin beklagt ihr Los und man sieht sie direkt Kuchen essen anstatt und warten auf das Heimkommen des Grafen, und ihre Anfälligkeit auf die Erotik des Cherubin ist ja auch offensichtlich. Also es wird durchaus nicht so hingestellt, als wäre das Ziel aller Liebe die Ehe. Und es ist möglich, dass der Sinn dieses Geheimnisvollen und dieses Spannenden, dieses Erregenden, dass der Sinn, der letzte Sinn der ist, die Zweierbeziehung, die große Zweierbeziehung, das, was die Ehe sein sollte, wieder selbst spannend zu machen. Also das ist nicht so einfach,
zu sehen, dass das Ausbrechen, dass die Zweierbeziehung etwas rein Bürokratisches ist, aus dem selbstverständlich auszubrechen ist, sondern dass die selbst viel mehr an Elektrizität, an Spannung, an Lebenssinn enthielte, wenn sie die Gesamtheit des Eros umfassen würde. Dass in dem Moment, wo er sein Rubensbild gemalt hat von der Mars und Venus in der Falle, dass die Susanna da hineinspringt. What I think is, it's almost always here in this kind of 3 meter that one bar is coming and one bar is going. Yeah. And the going bar is, for me, it is a little bit too much going to the end with full power. When I say, tutto è tranquillo e placido, e la bella Venere col vago Marte, and prendere is different, because he makes them weigh the he caught them in the iron net. Net? Sagt man net? Net. Uh-huh. Can we do it once? Die. Rhythm, spring back after the spazzato. Susanna on the second beat. Accent, Figaro on the beat, so that that we have an accent orchestra on the. When you say ba, dann kommt das nicht raus. Also immer ansetzen und weg. Come la man mi pizzica.
gesamte Zeitgeist hat hingesteuert auf den Konflikt zwischen den Ständen. Und dass dann ein Theaterstück wie das von Beaumarchais, in dem gegen den Adel Frechheiten gesagt werden, in einem ganz anderen Kontext, dass so ein Stück dann zugleich eine Art von zündender Wirkung hat, das ist ja klar, das kennen wir ja, wenn eine Stimmung da ist und irgendwelche Worte in einem Theaterstück passen in diese Stimmung hinein, dann wird die Stimmung sofort aufgeheizt. Aber dass das weder der Inhalt des Stückes von Beaumarchais ist, noch viel mehr der Inhalt des Stückes von Da Ponte und Mozart, das ist ganz klar. Es ist eher noch bei Beaumarchais. Aber wenn man sich das genau ansieht, was Da Ponte und Mozart gestrichen haben, was sie dann hervorgehoben haben, wie besonders die Figur des Figaro von einem springlebendigen und politisch Denkenden zu einem eher traurigen Helden herunter geändert wird, da muss man sagen, das ist, kann überhaupt nicht die Absicht sein. Das kann überhaupt nicht geplant gewesen sein. Überhaupt nicht. Der Fokus geht dann viel mehr auf die Frauen. Es wird die Rolle der Gräfin wird viel stärker, die Rolle der Susanna wird viel stärker und es kommt auch viel stärker heraus, die Vermischung der Stände, dass die Gräfin ja im Grunde keine Gräfin ist, sie ist ja die Rosina, sie hat einen sehr gleichartigen Gesprächston mit der Susanna, weil sie ja aus demselben Stand stammt. Dass der Graf mit dem Figaro so einen kumpelhaften Ton hat, kommt auch aus dem ersten Stück. Also die Standesunterschiede sind überhaupt nicht hervorgehoben. Das Schwirren des Cherubin durch alle Stände von Kämmerchen des Gärtners bis zum feinen Boudoir der Gräfin, das kommt dann noch dazu. Also der Konflikt zwischen den Ständen wird hier überhaupt nicht geschildert. Dass das große Erfolgsstück aus derselben literarischen Herkunft, also der Barbier von Sevilla von Rossini, mit seiner musikalischen Turbulenz und seiner Seichtigkeit, seiner inhaltlichen Seichtigkeit, dass der die Interpretation der Fortsetzung Nozze di Figaro von Mozart
ist zwar früher komponiert, es ist aber die handlungsmäßige Fortsetzung, dass das ganz stark bestimmt wurde. Der Rossinische Barbier war ein derartiger Erfolg, dass er die Interpretation nicht nur von Mozarts Figaro, sondern auch von anderen Opern Mozarts mitgerissen hat. Und das ist ein ungutes Erbe, weil die Hochzeit des Figaro von Mozart ist wirklich ein nachdenkliches Stück. Es ist wirklich ein Stück, in dem es um Beziehungen, um Schwierigkeiten, um Schwermut geht. Und auch sehr um Traurigkeit, nicht einfach um eine lustige, oberflächliche Turbulenz. Und das ist meiner Ansicht nach bei sehr vielen Aufführungen der letzten 100 Jahre sehr zurückgedrängt worden. Und zwar meine ich aufgrund von Rossini. Nicht einfach staccato, sondern da. And this way, there's a reason why I remember that. We have a very, 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 very special scale in the orchestra. And this is not staccato. It's in the orchestra. It's like the hair come out. So when the electricity is and all the hair. What I think is, I don't know if it's possible on the piano. Can you try a few bars and I say what I think, what it should sound? Don't sing it. I mean not that the separation is not important. The pauses are, you cannot hear the sound, but it's always sung. It's it's absolute as if the air sings and not you. It should not materialize. It should just come out the whole thing, and then so one shall never know if you are singing or not. It should be really the air singing to give a. It is a preparation of the result of the whole thing. So let's try to get that direct from Almeno, and I don't want to become slower. This. Doga 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 dum. What do you say?
thing in one tempo. But just with this fermate, that's the thing. He cannot end that, no, he cannot end that. And there's a great fermata, where the fermata where everything goes in your... Saremo così, sa, and nothing. So, subito, that you should want to sing Saremo in forte, but you cannot do it. And in the moment of the remo is piano. And in this place, I must ask everybody of you, you must trust to the colleagues. You must trust that nobody will sing more than piano there, because otherwise, I know that if one thinks, oh, he will sing more than you give more, the whole dynamic is kaput of this finale, and this finale lives and dies the expression of that with the correct dynamic. Also für mich ist Mozart das große Welträtsel. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie so etwas entstehen konnte. Und ich muss sagen, auch im Zusammenhang mit Familie und Ehe, worüber wir vorhin gesprochen haben, wenn in einer Familie ein Kind entsteht, das mit 3 Jahren, mit 4 Jahren Äußerungen musikalischer Art von sich gibt, wie es Mozart gemacht hat, dann das zerrüttet die ganze Familie, das sprengt die Normalität des Lebens. Es ist so ähnlich, wie wenn man ein Krokodil in der Familie hätte. Wenn statt eines lieben, netten, rosigen Babys da ein Krokodil in der Wiege liegt und die unglaubliche Leistung der Familie Mozart, Vater und Mutter, für mich fast unbegreifliche Leistung, etwas Unerklärliches, das in diesem Kind gesteckt ist, etwas Dämonisches, eben völlig Ungekanntes, so zu verstehen, dass die den großziehen konnten und dass daraus dieser einmalige Künstler wurde. Das ist eine der größten Leistungen der Elternliebe und der Pädagogik, die ich mir vorstellen kann. Aber wie ich zu Mozart stehe, ich stehe als Dolmetsch, als Übersetzer, als Interpret, der genau weiß, dass wenn ich irgendeine Aufgabe habe, dann ist es besser zu verstehen, besser zu begreifen, was er meint, als ich es vorher begriffen habe. Und das ist auch so, wenn ich
dasselbe Stück vor 5 Jahren gemacht habe und heute wieder mache und in 5 Jahren wieder mache. Ich verstehe nicht, wieso ich immer wieder neue Aspekte finden kann, neue Aussagen, die mir entgangen sind beim ersten Mal. Es ist anscheinend unmöglich für einen Menschen, die Vielfalt und den Reichtum dieser Werke wirklich auf Anhieb zu überblicken und auch weitergeben zu können. Und das macht auch die stetige Modernität dieser Kunst. Es ist ja nicht so, dass das ein Künstler ist, der vor 200 Jahren gelebt hat und jetzt führt man halt seine Stücke wieder auf, sondern das ist ein Künstler, dessen Kunst so bedeutend ist, dass sie für alle Zeiten, solange es Menschen gibt, etwas zu sagen hat und absolut unbedingt notwendig ist. Es musste einmal gesagt werden und kann nicht mehr besser gesagt werden. Also dem auf die Spur zu kommen, dem einigermaßen gewachsen zu sein, das ist als Musiker sicher eine meiner Hauptaufgaben. It must be so, yeah, as if you want to sing the next note forte, and you decide in the last moment when you have sung it already to sing it piano. That's one thing which all of you must observe. The semiquavers, the 16th notes, should not be sung in a way very pedantic. So, da, da, di, da, 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 but da, da, di, da, da. A little bit more, also when you come. It is very lyric, but that da, da, di, da, da. It's as if you at this moment say, I know you will do the same tomorrow again, but still, good. So a little bit of da, di, di, da, di. And when we do it, da, di, di, dum, di, da, do, not di, da, da, di, but di, da, the appoggiatura has the expression, and then make it, it's follow your emotion, that da, re, mo, sa, re, mo, co, di, sa, re, and when you sing the low D as strong as you can, you and you. Yeah, exactly, as strong as you can. Yes, you're right. Absolutely right. Da-di-da-di, a tutti contenti. Four, three, oh. And one, da-di-da.
hear Saremo chords. It is, but it is Saremo chords, not Saremo. The difference is that the first note is too short and the second note is too long. It should not be two equal notes. Nicht ba 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 ba, but ba 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 ba. There is no equality in the whole world. The equality is only in this, in the technique. In we have everything is equal, and it becomes inhuman. It becomes terrifying if something is equal. Yeah, the forte. This is the first forte. And one. Appoggiatura on appoggiatura is forbidden to make it long. So, you know that in the Austrian schools, a child who sang this what it should be, and the teacher stood here with a stick, and they said they sang. He beat the fingers of the children. So that was a famous place. So every child was in a very, very cruel way remembered that the appoggiatura on the appoggiatura must never be emphasized. So you understand what I mean? It is da da da. So from the D D and three. Everybody does that. It is grace to join the. Please. Grace to join. Tam ta ta ta. Tam ta ta ta. Then not bam 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 bam. It's bam 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 bam. Not emphasize, absolute not emphasize the middle of the bar. It must be di capriccia di follia. Di capriccia di follia. And now observe as good as you can the piano and the forte. Yeah. Really, this is fantastic if it's observed and not just opera is over and everybody screams out as loud as he can. Di dam, da dam. Basilio, Curzio, maybe, Conte, Antonio, Bartolo, maybe, Figaro, make an accent on the forte in solo amor. Let's say, solo amor, solo amor. Because you are in the middle of the sound of the others, and it this is almost never audible. You understand what I mean? It's bam, bam, ba bam, 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 ba bam, not bam, ba ba ba. Please begin like a drum. Dun, da, dun, da, dun. No, like a great drum. Dun, da, dun, da, dun, da, dun.
So, di-dam, da-dam, di-dam, da-dam. And Basilio must sing. Eh, I song, dee, 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 and we must dee, oh, be, be, oh, oh, be, be, be. Oh, one cannot understand it. And always soft, 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 soft. It becomes loud early enough. And digga, 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 digga. Beautiful. Please don't forget that when we have no music and the ecstasy of the performance, the dynamic of the finale is very, very easy. Yeah. And it is great if it's correct. And the same when everybody is here, the same in the first finale. The whole part is in principle is piano because everything things stands still. And this music marks this. And there are only a few outbursts on this quietness. And this is a great effect. So we have seen now today when everybody tames his possibilities. And yeah, it's fantastic to have the possibilities for a certain point. But if we make an inflation of forte, it's not good. Believe me, it's great to have all this. Everybody who has the great possibility of forte has also the same great possibility in piano. And when you sing leaders, you do this always. So let's do that, please. Orchestra and singer, they said, like Hauch. That's beautiful. Good. That's fine. Man kann sagen, die Natur ist Chaos. Man könnte sagen, die Natur ist Chaos. Sie ist ungeformt, wild, herausfordernd und wird durch die Kunst zu einem Kunstwerk. Also wenn ich mir die Felsen ansehe und diese Berge da,
dann könnte ich das sagen, das ist eigentlich nicht mehr wie ein Haufen Steine. Das, wenn ich das im Kleinen habe, am Straßenrand, ist das ein Dreckhaufen, das ist gar nichts. Wenn ich das mir als Bild anschaue, dann mache ich sofort ein Kunstwerk daraus. Also wie sehr die Natur selbst Kunst ist, oder wie sehr sie Kunst inspiriert. Die Kunst hat ja immer gesagt, sie sei, ihr wesentlicher Punkt sei die Nachahmung der Natur. Aber in Wirklichkeit ist es ja das Besingen der Natur, das um die Natur herum etwas aus der Sprache, aus den Farben, aus den Tönen, die da überall herumschwirren, die Natur ist ja voll mit Klängen, etwas Eigenes zu schaffen, was dann wieder nicht Natur ist. Das ist für mich ist die Kunst, die Beziehung von Kunst und Natur, aber überhaupt die Kunst, ist das größte Rätsel, das mir aufgegeben ist. Ich kann es nicht beantworten. Le nom change. Les visages restent les mêmes. La cinquième devient France 5. Une grande idée qui grandit. Avec le lecteur enregistreur DVD Philips,